Schreiben Deutsche und Briten normalerweise alle Zahlen gleich? Ist das Bundesland Schleswig-Holstein eine sehr bergige Region? Braucht man in Deutschland wegen des Klimas spezielle Kleidung? Ausnahmsweise etwas auf Deutsch, etwas vielleicht auch für die Deutschlerner und einfach die, wie gesagt, die einfach ein bisschen Deutsch hören wollen, die wollen den ollen Engländer Deutsch reden hören. Im Zeitalter der sogenannten alternativen Fakten sind Tatsachen wichtiger denn je. In diesem Video geht es wieder um Deutschland und zwar um reine Tatsachen über das Land. Außerdem habe ich sogar ein kostenloses Buch für euch. Herzlich willkommen! Heute habe ich etwas für die Deutschlerner und für diejenigen, die einfach ein bisschen Deutsch hören wollen. Ihr kennt mit Sicherheit diese Videos, die ganz am Anfang etwas Sensationelles versprechen, dann vertrösten die einen andauernd auf einen späteren Zeitpunkt. Es heißt, ganz zum Schluss komme das Beste. Also ich mache es heute nicht so spannend. Ich habe euch ein kostenloses Buch versprochen und ich halte jetzt sofort mein Versprechen. Das Buch heißt, wie das Video, Tatsachen über Deutschland, das kann man sogar in mehreren Sprachen herunterladen. Den Link dazu findet ihr unten hier in der Beschreibung. Tatsachen über Deutschland wird von der Fazit Communication GmbH verlegt, das heißt vom Betreiber der gleichnamigen Website. Laut der Beschreibung auf besagter Internetseite lade die Seite Tatsachen über Deutschland ein, das moderne Deutschland kennenzulernen. Sie bietet profundes Basiswissen und Orientierungshilfe, speziell konzipiert für Leserinnen und Leser im Ausland, deren Interesse an Zeitläufen in Deutschland über das Zufällige der täglichen Nachrichtenflut hinausreicht. Sie ist also unter anderem perfekt für ambitionierte Deutschlerner. Und genauso habe ich damals von Tatsachen über Deutschland überhaupt erfahren. Als ich damals 1989 mit meinem A-Level, also das Äquivalent von Abitur, in Deutsch angefangen hatte. Damals gab es natürlich kein Internet, wie wir es heute kennen, also gab es das Buch tatsächlich nur in physikalischer Form. An meiner Schule waren wir insgesamt nur 4 Schüler und Schülerinnen, die sich für Deutsch als Fach in der Oberstufe entschieden hatten und wir mussten alle einen Brief an den Verlag in Deutschland schreiben, um unser persönliches kostenloses Exemplar anzufordern. Dazu gibt es auch eine lustige Geschichte, die sogar für eins meiner Videos über kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und meinem Heimatland passend wäre, denn es hat etwas lange gedauert, bis ich das Buch endlich in die Hand nehmen durfte. Zuerst habe ich mich gewundert, dass alle meine Mitschüler und Mitschülerinnen ihr Exemplar des Buchs recht schnell erhalten hatten. Nur meins fehlte noch, bis ein paar Tage später ein Nachbar von uns klingelte, um mir ein Paket aus Deutschland zu überreichen. Es sei anscheinend versehentlich an seine Adresse verschickt worden. Wieso das passiert war, wurde schnell klar. Ich wohnte damals nämlich in der Middlefield Road, Hausnummer 47. Meine Post ging jedoch an die Hausnummer 41. In meinem Anschreiben hatte ich selbstverständlich meine Adresse richtig angegeben. Ich hatte die Ziffer 7, allerdings ganz typisch Englisch, ohne diesen Querstrich geschrieben. Und da die meisten Deutschen die Ziffer 1 mit einem für Engländer ungewöhnlichen zweiten Strich oben versehen, sah meine 7 offensichtlich aus, also für deutsche Augen sah sie aus wie eine 1. Jedenfalls war das Missverständnis geklärt und ich hatte mein Exemplar des Buchs und konnte im Unterricht mitmachen. Wie gesagt, ihr habt es heute im digitalen Zeitalter etwas leichter und könnt Tatsachen über Deutschland direkt herunterladen. Wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung. Für dieses Video wollte ich einfach ein paar meiner Lieblingsfakten aus dem Buch zitieren, um sie mit euch zu teilen. Gleichzeitig ist dieses Video auch als Hörverständnisübung für Deutschlerner gedacht. Also zum Schluss werde ich ein paar Fragen stellen, zum Inhalt halt. Und die kann man hier gerne auch in den Kommentaren versuchen zu beantworten oder auch gerne für sich privat zu Hause einfach. Teil 1. Deutschland ist eine föderale Republik.
Der deutsche Bundesstaat heißt vollständig Bundesrepublik Deutschland. Als föderale Republik hat die Bundesrepublik Deutschland 16 Länder, die über eigene Kompetenzen verfügen. Die Zuständigkeit für die Bereiche der inneren Sicherheit, Schule, Hochschule, Kultur sowie kommunalen Verwaltung zum Beispiel liegt bei den Ländern. Die Verwaltung der Länder setzen nicht nur ihre eigenen Gesetze um, sondern auch die des Bundes. Der Föderalismus in Deutschland ist mehr als nur ein politisches System. Er bildet die dezentrale, kulturelle und wirtschaftliche Struktur des Landes ab und wurzelt tief in der Tradition. Die Länder sollen mehr als nur eine politische Funktion erfüllen und sind außerdem ein Abbild starker regionaler Identitäten. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1990 kamen 5 neue Länder dazu: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nordrhein-Westfalen, das Land, in dem ich wohnhaft bin, ist mit 17,9 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land. Bayern mit 70.540 Quadratkilometern ist von der Fläche her dagegen das größte Land. Und Berlin, die Hauptstadt, hat mit über 4000 Einwohnern pro Quadratkilometer die höchste Bevölkerungsdichte. Eine Besonderheit sind die sogenannten Stadtstaaten. Diese bilden die Großstädte Berlin, Bremen/Bremerhaven und Hamburg. Bremen hat eine Fläche von 420 Quadratkilometern und 679.000 Einwohner und ist somit das kleinste Bundesland. Teil 2: Geografie und Klima. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Das Land teilt Grenzen mit 9 Staaten. Kein anderes europäisches Land hat mehr direkte Nachbarn. Im Norden hat Deutschland Zugang zur Ostsee und Nordsee. Im Süden grenzt es an die Alpen. Die in Bayern gelegene Zugspitze mit 2962 Höhenmetern ist der höchste Berg Deutschlands. Der tiefste Punkt an Land ist in Neuendorf-Sachsenwander in Schleswig-Holstein. Im Ortsteil befindet sich die mit 3,54 Meter unter Normalnull tiefstgelegene begehbare natürliche Senke Deutschlands. Deutschland hat eine Fläche von 357.340 Quadratkilometern und ist somit das viertgrößte Land der Europäischen Union. Nur Frankreich, Spanien und Schweden sind größer. Fast ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands ist mit Wald bedeckt. Gewässer wie Seen und Flüsse machen auch mehr als 2% der Gesamtfläche aus. Der längste Fluss ist der Rhein. Im Südwesten bildet er die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Die Elbe ist der zweitlängste Fluss. Sie verbindet Dresden und Hamburg und mündet in die Nordsee. In Deutschland herrscht ein gemäßigtes Klima. Das mittlere Temperaturmaximum im Juni liegt bei 21,8 Grad Celsius, das Minimum bei 12,3 Grad. Im Januar liegt das mittlere Maximum bei 2,1 Grad, das Minimum bei 2,8 Grad. Teil 3: Das politische System. Ein paar Tatsachen über die Akteure und Organe des politischen Systems in Deutschland also. Der ranghöchste Repräsentant Deutschlands ist nicht der Bundeskanzler, nicht die Bundeskanzlerin, sondern der Bundespräsident. Das Amt mit der größten politischen Gestaltungsmacht ist allerdings das des Bundeskanzlers. Aktuell ist Dr. Angela Merkel der CDU Bundeskanzlerin. Sie übt seit November 2005 ihr Amt aus. Der amtierende Bundespräsident ist Frank-Walter Steinmeier. Der Wolfgang Schäuble ist der aktuelle Bundespräsident. Er ist seit 2017 in seinem Amt, in dieser Rolle. Das Amt des Bundeskanzlers. Der Kanzler oder die Bundeskanzlerin, wie wir im Moment haben, wird in geheime Wahl vom Bundestag gewählt. Er oder sie bestimmt die Richtlinien der Politik und steht dem Kabinett vor. Die Bundesregierung. Die Regierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern. Jeder Minister leitet sein Ressort eigenverantwortlich. Bundesverfassungsgericht. Das Gericht besteht aus 16 Richtern. Sie werden je zur Hälfte mit 2/3 Mehrheit vom Bundestag und Bundesrat gewählt. Die Bundesversammlung. Die Bundesversammlung tritt allein zur Wahl des Bundespräsidenten zusammen und wählt diesen in geheimer Wahl für eine Amtszeit von 5 Jahren.
Bundestag. Das Parlament ist auf 4 Jahre gewählt und hat 598 Abgeordnete. Dem Bundestag obliegen die Gesetzgebung und die Kontrolle der Regierung. Bundesrat. Die Länderkammer besteht aus 69 von den Landesregierungen entsandten Mitgliedern. In vielen Bereichen bedürfen Gesetze die Zustimmung des Bundesrates, zum Beispiel. Bundespräsident. Das Staatsoberhaupt hat in erster Linie repräsentative Aufgaben und vertritt die Bundesrepublik Deutschland nach außen. Der Bundespräsident ernennt den Kanzler und die Bundesminister und fertigt die Gesetze aus. Bundeskanzler und Bundesminister bilden die Bundesregierung, das Kabinett also. Neben der Richtlinienkompetenz des Kanzlers gilt das Ressortprinzip, nachdem die Minister ihren Bereich im Rahmen der Richtlinien eigenständig leiten, sowie das Kollegialprinzip, nachdem die Bundesregierung mit Mehrheitsbeschluss über Streitfragen entscheidet. Das Bundeskabinett besteht aus 14 Fachministern und dem Chef des Bundeskanzleramtes. Die Bundesministerien sind die höchsten Bundesbehörden in den Ressorts. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Im Kanzleramt und den Bundesministerien sind rund 18.000 Mitarbeiter beschäftigt. Zu den personalstarken Ministerien gehören das Auswärtige Amt und das Bundesministerium der Verteidigung. 8 Ministerien haben ihren Hauptsitz in Berlin, 6 Ministerien in der Bundesstadt Bonn. Alle Ministerien sind allerdings mit Dienststellen in beiden Städten vertreten. Und alles verstanden? Weiter geht's mit ein paar Fragen. Wenn du kannst, beantworte die Fragen mit ganzen Sätzen und mit möglichst vielen ausführlichen Informationen. Frage Nummer 1. Welche Zielgruppe oder Zielgruppen hat dieses Video? Frage Nummer 2. Wer oder was ist die Fazit Communication GmbH? Frage Nummer 3. Schreiben Deutsche und Briten normalerweise alle Zahlen gleich? Frage Nummer 4. Welche Hauptkompetenzen haben die Bundesländer in Deutschland? Frage Nummer 5. Was ist laut dem Text das Besondere an den Städten Hamburg, Berlin und Bremen? Frage Nummer 6. Ist das Bundesland Schleswig-Holstein eine sehr bergige Region? Frage Nummer 7. Braucht man in Deutschland wegen des Klimas spezielle Kleidung? Frage Nummer 8. Was ist das höchste politische Amt in Deutschland, was die Innenpolitik angeht? Frage Nummer 9. Welches Verfassungsorgan der Bundesrepublik vertritt die Interessen der Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes? Und Frage Nummer 10, die letzte Frage. Wo haben die einzelnen Bundesministerien ihren Sitz? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Ausnahmsweise etwas auf Deutsch, etwas vielleicht auch für die Deutschlerner und einfach die, wie gesagt, die einfach ein bisschen Deutsch hören wollen. Die wollen den ollen Engländer Deutsch reden hören. Falls du das noch nicht gemacht hast, abonniere bitte den Kanal. Ich würde mich freuen und gib mir bitte einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bedanken bei meinen Unterstützern bei Patreon. Dazu gibt es auch einen Link in der Beschreibung. Wie gesagt, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vielleicht machen wir da was auf Spanisch sogar oder Englisch wieder. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.